Geist, sprachst du nicht von einem anderen Weihnachtsfest? Doch. Und warum sind wir dann immer noch hier? Vertrau mir. Wie du meinst. Aber wie du siehst, sitze ich weiterhin einsam in der verdammten Schule und... Fanny! Das ist ja meine Schwester Fanny! Siehst du, ich sagte doch, vertrau mir. Ach, mein lieber, lieber Bruder! Liebe Schwester! Was machst du hier? Ich komme, um dich mit nach Hause zu nehmen. Nach Hause? Ja, hörst du schlecht? Nach Hause, und zwar für immer. Aber Vater... Er ist ganz verändert und viel freundlicher als sonst. Es ist bei uns jetzt wie im Himmel. Eines Abends habe ich mir ein Herz gefasst und ihn gefragt, ob du nach Hause kommen darfst. Und er sagte ja? Natürlich hat er ja gesagt. Wäre ich sonst hier, Dummkopf? Er hat mich hergeschickt, um dich zu holen. Du sollst ein freier Herr sein und nie mehr hierher zurückkehren. Wirklich? Das ist ja großartig! Nicht wahr? Aber da ist noch was, das wir heute tun müssen. Ach ja? Was denn? Zusammen Weihnachten feiern und lustig sein! Und nun komm, der Wagen wartet schon auf uns! Warte! Ach, die gute alte Fanny. Sie war ein zartes, zerbrechliches Wesen, aber sie hatte ein großes Herz. Ja, das hatte sie. Sie sprach als Frau und hatte Kinder, glaube ich. Ein Kind. Fred, erinnere mich besser nicht an ihn. Er hat ebenfalls ein großes Herz. Das ja. Und ein großes Loch im Geldbeutel. Vor allem hat er aber ein riesiges Loch hier oben, wo andere ihren Verstand haben. Ach, müssen wir über ihn reden? Nein, doch vergiss nicht, auch du warst einmal jung. Ah. Weißt du noch, was du nach der Schulzeit getan hast? Natürlich weiß ich das. Da ging ich gleich in die Lehre, damals beim alten, Fessiway.